Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Wir waren hier gerade dabei, ein bisschen Ressourcen zu sammeln, um unsere Zombie-Falle wieder auf Vordermann zu bringen. Haben jetzt hier 766 Holz. Wir sind ja schon fast schwer überladen. Was soll denn sowas? Ah ja, wir haben noch ein paar Sachen auseinandergeschraubt. Aber ein bisschen Holz würde ich gerne noch mitnehmen. Der gibt doch gut Punkte, Alter. Komm ja, ich kann das mal sammeln. Also. What? Oh nein, das ist los. Das war's für dich. Und dann rocken wir. Eieiei, die können auch so langsam mit dem Kopf machen. Für mich reicht's. Ich bin zu dick. Arme, dann muss ich auch meine ganze Pfeile wahrscheinlich weg, die im Kopf waren. So ein Mist. Kommt schon der nächste. Ich kann Kills gebrauchen. Kills gebrauchen, weil wir wollen nach oben leveln. Wir brauchen unbedingt mehr Erfahrungspunkte. Ja, überladen. Da gehen wir mal wieder zurück. Wir legen erstmal ab. Weil da war ich doch niemals im Baum. Da will man was für die Umwelt tun und wird bestraft. Ja,
Ja, das Haus müssen wir ja auch nochmal da mal looten. Nee, warte mal. Hatte ich das? Nee, das hier hatte ich gelootet. Oh, warte mal, ich bin ja ruhig zu nah, okay. So. So. Ah, warte mal. Ja, also bauen brauchen wir die erstmal nicht. Wir brauchen noch den einen Punkt hier, der kostet 2. So, zum Hacken für die Minen Mineralwasser mitnehmen. Wie viele Kids haben wir noch? 2, das müsste eigentlich reichen. Gegessen. Dann ab zur Arbeit in die Mine. Ich fahr da lieber mit dem Fahrrad rüber. Ah, sehr gut. Schnell fahren kann man auch.
Ah, hier ging's auch auf jeden Fall noch weiter. Danke für eure Ressourcensammlung. Irgendwie oben fest. Sag ich mal, einen Klotz reinsetzen und eine Fackel. Komme ich denn hier immer so schlecht raus? Aber ja, der Klotz nicht ganz weg war. Da geht's noch ein Stück weiter. Das muss er erstmal. Reparieren. Oh, es geht hier noch weiter.
Das ist eine Horde oben. Bauen wir hier mal ein bisschen rum. Was hier besser bewegen kann, ey, das ist halt eben schon ein bisschen genervt. Boah, der war noch nicht weg. Oh. Kann ich also nicht bringen. Werden die da oben ganz nervös? Naja, verhalten wir uns mal erstmal ruhig hier. Wieder noch drei von. So, sieht das schon ein bisschen wie eine echte Mine aus hier. Bin mal gespannt, ob die mich hier unten auch. Scheint nicht. Aber hier brauche ich unbedingt Licht. Machen wir hier noch zwei weg und setzen noch einen Block rein.
Noch ein bisschen tiefer gehen hier. Vielleicht kommt hier hinten noch irgendwie Erz oder so. Schön, Level up. So, jetzt können wir den einen vergeben. Ja, der kostet dann zum Glück wieder einen. Und dann können wir schon Generatoren, elektrische Zäune und die coolen Blade Traps machen. Alle Forge-Rezepte kosten dann auch 10% weniger. Steel und Electric. Oh, sehr schön. 15 sogar. Achso, wie viele Punkte sind das jetzt? Ist ja gerade zu Ende gewesen. Ey, über 20.000.
So. Machen wir mal hier oben ein bisschen Erz. Keine Zombies mehr in der Nähe. Hey, da ist irgendwas zusammengebrochen. Da bricht der nächste Talk an. Oh ja, der hat nochmal ein riesiges Eisenfeld schon wieder aufgerissen. Eieiei, super geil. Ja, ne? Gehen wir mal wieder zurück ablegen. Geilen Bike. Dann könnten wir hier bei dem Brunnen könnten wir eigentlich mit dem Looten weitermachen. Eisensteak voll, sehr nice. Aber was machen wir dann natürlich? Zack. Die nehmen wir gleich mal mit. Die Steine denn mittlerweile hier mal raus. Immer noch nicht so ganz. Das kann aber wieder noch ein bisschen dauern. Legen wir Eisen doch erstmal wieder zurück. So, die Schaufel nehme ich erstmal nicht mit. Ein Kit, da müssen wir erstmal schnell welche machen. Das hier nochmal. Wo ist mein Kleber? Da, Kleber, Klebeband. Geschmiedet ist Eisen. Machen wir mal 4, aber das reicht nicht, da müssen wir. Stoff hätte ich vergessen. Jetzt können wir nochmal Klebeband machen. So. Ja, das wieder zurück. So, und das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.